Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zur ersten Folge der Destiny 2 Quizshow hier auf diesem Kanal. Mal sehen, ob Sie alle 10 Fragen richtig beantworten können. Wir legen direkt los mit Frage 1. Viel Spaß! Bei der ersten Frage handelt es sich um eine kleine Schätzfrage. Es geht darum, wie viele Roboter es im Turm gibt. Ausgeschlossen davon sind natürlich Roboter wie die Poststelle oder Banshee, also jegliche Händler. Es geht nur um die kleinen anderen Roboter, die man immer ab und zu rumstehen sieht. Sind es A, 4 bis 8 Roboter, B, 9 bis 13 Roboter oder aber C, 14 bis 18 Roboter? Noch ein paar Sekunden Zeit. Die richtige Lösung ist selbstverständlich B. Es sind 9 bis 13 Roboter. Genauer gesagt sind es 9 Roboter, die sich im Turm verstecken. Hier ein kleines Video, wo sie sich alle befinden. Nun gut, weiter geht es mit der nächsten Frage. Es geht darum, was die ersten Worte unseres Hüters in Destiny 2 waren. Waren es A, ich kümmere mich darum, B, Uldren Soft gehört mir oder C, das wirst du nicht müssen? Die letzten Sekunden laufen. Und die richtige Antwort ist Antwort C, das wirst du nicht müssen. Tatsächlich ist im Englischen die Rede von Uldren's Hof is mine, also so viel wie Uldren's Hof gehört mir. Allerdings wird im Deutschen davor noch der Satz, das wirst du nicht müssen gesagt, wie ihr gleich noch einmal im folgenden Clip sehen könnt. Ich will keine weiteren Freunde begraben. Das wirst du nicht müssen. Uldren's Hof gehört mir. Ja, das waren seine ersten Worte, ihr habt es nun gesehen und wir machen weiter mit der dritten Frage. Gesucht ist hier eine Waffe, die es schon seit Destiny 1 gibt und auch immer noch in Destiny 2 gibt, aber seither ihren Namen dreimal verändert hat und auch ihre Seltenheitsstufe sogar. So viel sei gesagt und jetzt gebe ich euch 10 Sekunden Zeit, die Waffe zu erraten. Diesmal gibt es keine Antwortmöglichkeiten, da ich denke, wenn man den Namen sieht, sofort weiß, um welche Waffe es gehen wird. Die Rede ist natürlich von der Wispern des Wurms, der schwarzen Spindel oder dem schwarzen Hammer. Alle drei Waffen gibt es seit Destiny 1 eingeführt, anfangs mit dem schwarzen Hammer als legendäre Variante. Später kam sie zurück als exotische Variante, die schwarze Spindel und jetzt in Destiny 2 als Wispern des Wurms. Auf geht es zur vierten Frage. Hier geht es um einen Strike, genauer um das Pyramidion. Hier spricht der Ikora immer wieder davon, wie oft Asher unmöglich sagt. Sie sagt, mindestens 12 Mal hat er unmöglich gesagt. Doch wie oft sagt Asher eigentlich wirklich unmöglich in diesem Strike, abgesehen von den 12 Mal, von denen Ikora spricht? Sind es A, 6 Mal, B, 5 Mal oder doch nur C, 4 Mal? Die richtige Antwort ist tatsächlich Antwort C. Nur 4 Mal sagt Asher selber unmöglich in diesem Strike. In der englischen Variante spricht er 5 Mal das unmöglich aus, aber im Deutschen sage ich nur 4 Mal. Hier noch ein kleiner Clip. Asher überprüft Daten an deinem Standpunkt. Ich glaube, er hat mindestens 12 Mal unmöglich gesagt. Hier, ich schalte ihn zu. Unmöglich? Unmöglich? Aber könnte es... Nein, es ist unmöglich. Unmöglich! Warum? Was könnte denn eine solche Diskrepanz hervorrufen? Als nächstes geht es um eine Waffenart. Sie gibt es schon seit Destiny 1 von Anfang an. In Destiny 2 gibt es sie allerdings nicht seit Anfang an, erst später kam sie hinzu als neue Gattung. Ist hier die Rede von A, Maschinengewehren, B, Pistolen oder C, Bögen? Die richtige Antwort ist A, Maschinengewehre. In Destiny 1 gab es diese von Anfang an und in Destiny 2 wurden sie erst im Jahr 2 eingeführt, zusammen mit Donnerlord, Hammerhead und noch verschiedenen anderen Maschinengewehren. Heute fällt es vielleicht gar nicht mehr auf, allerdings sieht man in der Sammlung, dass wir kein einziges blaues oder grünes Maschinengewehr besitzen, während wir etliche andere blaue und grüne Raketenwerfer, Schwerter oder Granatwerfer haben.
Wir machen weiter mit dem Easter Egg, um den reisenden Ball im Turm herbeizurufen. Dafür müssen wir verschiedene Bälle an verschiedene Stellen des Turms platzieren und somit schlussendlich den reisenden Ball herbeizurufen. Dabei ändert sich jedes Mal die Farbe des Balls. Anfang an ist diese lila. Doch welche Farbe hat er, bevor wir den reisenden Ball herbeirufen? Ist er A. grün, B. blau oder C. schwarz? Antwort B. Die letzte Aufgabe, um den reisenden Ball herbeizurufen, ist es, den blauen Ball in die Position zwischen Zavala und Shax auf der Brücke zu platzieren und somit den Ball herbeizurufen. Hier seht ihr es noch einmal. Als nächste Frage gibt es mal wieder eine kleine Schätzfrage. Es geht darum, welches Exo hat Xur 2020 am häufigsten verkauft vom Stand des 28.04.2020? War es A. die Glückshose für den Jäger, B. die Dünenwanderer für den Titan oder C. die Blutalchemiebrust für den Warlock? Die richtige Antwort ist Antwort A, die Glückshose für den Jäger. Insgesamt viermal hat Xur sie bisher in 2020 verkauft und die anderen beiden Exos, also Dünenwanderer und Blutalchemie, sind tatsächlich die meistverkauften Exos auf den jeweiligen Klassen, also auf dem Titan und dem Warlock, aber beide nur dreimal. Für die nächste Frage drehen wir die Zeit etwas vor oder auch etwas zurück, genauer gesagt zum Winter-Event. Und es geht um die Frage, was ist die Lieblingssüßigkeit von Shax? Sind es A. Gjallarhörnchen, B. Vanilleschwerter oder C. heiße Kreuzfeuersemmel? Die richtige Antwort ist natürlich Antwort B, die Vanilleschwerter, denn die hat Shax am liebsten. Die Gjallarhörnchen gehören zu Zavala und die Kreuzfeuersemmel mag Ada am liebsten. Wir bleiben noch einmal bei den Charakteren und es geht weiter mit der nächsten Frage, welcher Charakter im Destiny-Universum gerne näht. Ist es A. Ikora, B. Hawthorne oder C. Zavala? Antwort ist Antwort C, denn wie wir feststellen konnten in der Mission für den vierten Reiter, befindet sich in seinem Büro eine Nähmaschine, was also darauf hindeutet, dass Zavala sehr gerne näht. Und wir kommen zur letzten und damit wahrscheinlich auch kniffligsten Frage aus diesem Quiz. Es geht mal wieder um eine Waffe, die erraten werden muss. Es wird keine Antwortmöglichkeiten geben und da die Frage etwas länger ist, werde ich sie gleich oben klein einblenden. Aber erstmal zur Frage. Welche Waffe gibt es nur jeden dritten Tag und schießt eine präzise Kugel, aber nicht besonders weit? Die Rede ist vom Frevler, der kinetischen Shotgun aus dem Altar der Sorgen-Event auf dem Mond. Sie steht in Rotation zusammen mit der Sniper und dem Raketenwerfer, weshalb man sie nur alle drei Tage bekommen kann. Darüber hinaus gehört sie zum Präzisionsgehäuse, also schießt sie eine präzise Kugel, genau wie die Sniper aus dem Altar der Sorgen-Event, allerdings nicht besonders weit und die Sniper natürlich über sehr große Reichweiten, da eine Shotgun nur mal über nicht so eine große Reichweite verfügt. Deswegen trifft auch nur die Shotgun auf diese Frage hin als Antwortmöglichkeit. Das war's dann auch schon mit diesem Quiz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt und ob euch die Fragen gefallen haben, ob sie zu leicht und zu schwer waren. Ich hoffe, euch hat das Video ansonsten gefallen und bis zum nächsten Mal.